Lieber Thomas, lieber Haichi, wir als Wiederholungstäter mit der dritten Tour, nun mittlerweile schon mit euch, haben uns in China wieder sehr wohl gefühlt. Und wir waren oder sind immer noch, wie bei den vorherigen Reisen, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, total begeistert und mehr als zufrieden. Ich würde sagen, sagst du mal deine Highlights, weil es war ja jeden Tag, war es ja ein Highlight. Jeder Tag war ein Highlight. Es waren einfach fast zu viele Sachen, muss man ehrlich sagen. Für mich eine tolle Sache, dass ich viel übers Fotografieren nochmal lernen konnte. Ich konnte meine Kamera das erste Mal so ein bisschen ausreizen. Das war echt schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Wandern in der Tigersprungschlucht, Fahrradfahren, alles war beeindruckend. Die Reisterrassen natürlich, die morgendlichen Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Also vollkommen rund. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, die tolle Betreuung mit dem super Essen, was die Haichi immer für uns arrangiert hat. Ganz anders als wir in Deutschland. Also war super. Das waren so meine Highlights. Und meine Highlights war, als erstes fällt mir meine Joggingrunde ein in Miele, dann die Thermalquellen, auch das Essen, die tollen Hotels und ja, die entspannten Reiseführer, die für jede Frage und bereit standen. Ich weiß nicht, ging es dir auch so? Ja. Ja. Also das Reisen mit euch ist immer sehr entspannt. Man fühlt sich immer vollgebogen. Was auch sehr schön ist, ihr könnt auf jeden Wunsch ganz flexibel eingehen. Das macht für uns das Reisen so unkompliziert. Einfach eine super runde Sache. Genau, da sagst du nochmal was Wichtiges. Ist eine Gruppenreise, aber die bietet einfach ganz viel Raum für Individualität. Das muss man einfach wissen. Genau, so ist es. Ja, ich würde sagen, macht euch selber ein Bild. Bucht die Reise, bucht die anderen Reisen. Wir können nur sagen, top.